Du meine Güte, wo sollen wir nur lang? Oh, keine Sorge, Bertie, die Natur wird unser Wegweiser sein. Wir folgen jetzt einfach... Oh, diesem Vögelchen. Ja, wenn ich es recht bedenke, dann ist die Landschaft dort drüben ansprechender. Komm mit, Bertie. Ja? Oh, scheint mir ziemlich sumpfig zu sein, Sire. Besser, wir kehren um. Hoppala, Poppet. So schnell gibt ein Held nicht auf. Sieh her, der mächtige Sprung eines Helden auf die andere Seite des Sees. Ja! Ganz knapp, Sire. Tja, natürlich habe ich nicht an den Wer, Wie, Wo, Was, Wind gedacht. Aber es weht gar kein Wind. Wie auch immer, reich mir die Hand, Bertie. Ihr könnt nicht entkommen. Denn dies ist das modernde Moor des Grauens. Das modernde Moor des Grauens. Das Moor des was bitte? So nenne ich es eben. Danke, kleines Fröschlein, aber ein Prinz kennt die Bedeutung von Grauen. Sieh nur. Es scheint mir, als gäbe es hier kein Entkommen. Sagte ich doch. Aber irgendwas müssen wir doch tun können. Nun, für ein Entkommen aus dem modernen Moor des Grauens. Benötigt ihr die Hilfe von jemandem mit übernatürlichen Kräften? Meinst du jemanden wie mich? Du liebe Güte, nein, nein, nein. Jemand, der wirklich mächtig ist. Nochmal, mich? Nein, nein, auf keinen Fall dich. Jemand wie den Kapuzeneinsiedler. Der Kapuzeneinsiedler? Der Kapuzenwer bitte? Der was? Ihm werden viele Namen gegeben und alle werden geflüstert. Aber es heißt, er hätte unglaubliche Kräfte, wird von einer dunklen Vergangenheit verfolgt und frisst absolut jeden, der sich seiner Höhle nähert. Perfekt! Bertie, hol ihn sofort her. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Was? Nun gut, Sire. Ich kehre schnell zurück. Hoffentlich. Richtig. Ach, und bevor du gehst, reich mir doch bitte noch die, Rübenmilch. Mr. Froschi, würdet ihr... Verzeihung, werter Herr, ich... Du Mattes! Nestieb! Ich weiß, was ihr kleinen Vögel wollt. Oh, fliegt besser weg! Nestieb! Du wirst einsinken, bevor du die Milch erreichst. Ach, so ein Unfug! Du solltest es wie ich machen, wenn du im Moor eine Überlebenschance haben willst. Gut, aber ich sehe nicht, dass du etwas tust. Das ist es ja. Je mehr du dich bewegst, desto schneller versinkst du. Aber wenn du einfach stillstehst, passiert dir auch nichts. Dann soll es so sein. Von diesem Augenblick an wird Prinz Ivandoe keinen einzigen Muskel mehr bewegen. Nein, 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 nicht in mein... Mein Nasenloch.